Wir sind live, davon geht es einfach mal aus. Übertragung beginnt. Das arbeitet. Yes. Aber jetzt. Wo sind die Minuten, die Sekunden um? Yes, wir sind live. Yes. Geschafft. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Giseko, bei mir, der Live-Talk von und mit erfolgreichen Ringana-Partnern und Partnerinnen. Heute zu Gast, yes, eine weit angereiste Perle aus Frankfurt, ja, die liebe Susanne Paschke ist heute hier bei mir zu Gast. Und bevor wir zu ihr kommen, möchte ich natürlich ganz kurz wieder ja, ein bisschen was zum Intro sagen. Wer sind wir und was tun wir hier und warum gibt es dieses Giseko Live, diesen Giseko-Talk? Ja, mein Name ist Tanja Dobotzky. Ich bin schon seit vielen Jahren erfolgreiche Networkerin. Ich arbeite mit einem Network-Marketing-Unternehmen zusammen, das heißt Ringana. Ringana ist aus der Steiermark und die produzieren frische und vegane Hautpflege und Vitalstoffe. Und dadurch, dass das Ganze so frisch ist, wird es nicht über den gewöhnlichen Handel vertrieben, sondern über das Empfehlungsmarketing. Ja, und im Zuge dieses Empfehlungsmarketing ist es mir in den letzten Jahren einfach gelungen, ja, sehr erfolgreiches, großes, internationales Team aufzubauen. Aktuell sind es 9.000 Menschen, die diese frische Philosophie in meinem Team ja noch ganz in ganz Europa verbreiten und nach ganz Europa tragen. Und ja, innerhalb dieser 9.000 Partner und Partnerinnen, innerhalb dieser wunderbaren Menschen haben sich einfach auch Menschen heraus etabliert, die mehr wollen, ja, die mehr vom Leben wollen, die einfach wirklich erfolgreich sein wollen hier in diesem Business. Und das sind ja sozusagen mein innerer Führungskreis und das sind meine Perlen des Südens und bin irrsinnig stolz, sie alle zu haben. Ja, und deshalb gibt es einfach auch diesen Talk, weil wir Perlen des Südens, wir wollen einen Mehrwert schaffen, wir wollen einfach ja diesen Spirit, diese Kompetenz, die wir in uns tragen, die wollen wir einfach weitergeben. Wir stehen ja, wie schon erwähnt, Spirit, Kompetenz, Erfolg, ja, und Professionalität. Das ist uns ein großes Anliegen und ja, auch dieses mit einem positiven Mindset die Welt ein bisschen zu verändern. Prinzipiell einmal immer zuerst sich selbst und dann die anderen, gell? Wir schauen über den Tellerrand hinaus und wir genießen das Leben. Das zeichnet uns bestimmt und mit Sicherheit alle aus. Ja. Deshalb, da kommt natürlich der Giseko ins Spiel. Zum Wohl, liebe Susanne. Den wir natürlich sehr gerne bei unseren Treffen trinken. Ja? Der belebt uns und jeder weiß, Chips ist meistens auch ein großer Bestandteil unserer Treffen. Ja, wir haben einen Slogan, ein Motto, das ist im Miteinander mehr erschaffen. Und das gelingt uns immer wieder auf sehr vielfältige Art und Weise. Und wir haben natürlich auch ein Symbol, das ist die Perle, eine echte Perle, ja, die ich da schon angesteckt habe. Die liebe Susanne hat sie, glaube ich, noch nicht verarbeitet. Gell? Ich habe sie, aber ich bin noch am Überlegen, wie ich sie am besten würdige. Ja, genau, sie hat gesagt, also so entweder oder als Ring. Also es gibt ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Ja, schön, dass du da bist, liebe Susanne. Kommen wir jetzt zu dir. Gell? Also ich weiß einfach, die Menschen, die bei mir hier zu Gast sind, ja, die haben ja so einzigartige, wunderbare Geschichten mit sich gebracht, also einfach auch hergebracht, aber natürlich haben sie es auch immer bei sich selbst. Und heute ist die Susanne hier. Und mir taugt einfach auch dieser Slogan so gut, Frankfurt meets Klagenfurt. Ja, und es gibt ja da eine ganz wunderschöne Connection auch, von der sie uns dann erzählen wird. Und ich weiß, dass einfach auch die Geschichte von der Susanne ganz viele Menschen von euch inspirieren wird und bestimmt ja, das Leben in einer Art und Weise beeinflussen wird, dass sich möglicherweise etwas in eine absolut positive Richtung bewegen wird. Ich freue mich schon drauf. Sie ist ein bisschen nervös. Ja. Vor allem sitzen wir heute in unserem ja, im wunderschönen Perlenoffice heraußen. Wir haben Venedig vor uns, weil jeder suppt so vorbei, ja, Partyboote fahren vorbei und wir genießen es. Wir waren gerade im Wasser. Die Kinder sind mit dem Sub draußen, die haben wir kurz einmal weggeschickt. Ja? Also deine Tochter ist noch da, aber. und ja, und wir machen jetzt einfach unser ganz gechilltes Interview. Susanne, first of all, schön, dass du da bist, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und auch meiner Einladung gefolgt bist, einfach mal im Bärenoffice vorbeizuschauen. Ja? Und mit deinen Töchtern hier bist. Jetzt, was das Interview betrifft, wer ist Susanne Paschke?
Also vielen Dank, dass ich hier sein darf im Paradies. Also es ist wirklich surreal hier, wenn ihr das sehen könntet. Aber kommt mal alle vorbei, dann könnt ihr es sehen. Ja, wer bin ich? Also ich bin 47 Jahre jung. Ich bin auch Mama von drei meistens bezaubernden Töchtern. Ich lebe in Frankfurt, komme ursprünglich aber aus Süddeutschland. Und ja. Habe jetzt so die letzten Tage wirklich über mein Leben auch sehr viel nachgedacht in Vorbereitung über diesen Talk und habe gemerkt, dass sich ein Kreis geschlossen hat. Also ich wollte sehr lange Krankenschwester werden. Ich hatte immer so ein bisschen ein Mutter-Teresa-Ding in mir, dass ich immer gesagt habe, irgendwas möchte ich anders machen, es muss einen Grund geben, warum ich hier bin. Das wurde mir dann aber ausgeredet und dann bin ich in der Hotelbranche gelandet. Und habe dann da, hier habe ich immer meinen Lebenslauf aufgedruckt, bin dann quasi einmal rund um die Welt getingelt, Paris, Davos, auf einem Kreuzfahrtschiff, was natürlich ökologisch gar nicht mehr geht, aber damals hat man sich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und ja, bin dann, mein vorletzter Aufenthalt vor Frankfurt war New York. Und da habe ich fast 1,5 Jahre leben dürfen und habe dann im Hotel gearbeitet und das hat schon mal sehr mein Blick auf das Leben und auf die Rolle eines Arbeitgebers beeinflusst, weil ich habe im ersten Jahr keinen Urlaub gehabt, im zweiten Jahr hatte ich 3 Tage und ich war einmal eine Woche krank und konnte kaum die Miete mehr bezahlen. Also das war so, wo ich gedacht so, oh, okay. Und als ich dann wieder nach Europa und nach Deutschland zurückging und nach Frankfurt und die Menschen haben zum Teil gesagt, oh, ist alles so schrecklich hier, habe ich gedacht so, es ist so herrlich, es ist eigentlich total herrlich und uns geht's so gut hier. Also das war sehr einschneidend. Dann habe ich auch wieder in einem Hotel gearbeitet in Frankfurt und da war dann aber irgendwann der Punkt, da war ich dann ja, Mitte, Ende 20, dass ich gedacht habe, okay, ist es das wirklich Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten? Und bin dann tatsächlich in eine Investmentbank gekommen und habe da nochmal ganz andere Seiten kennengelernt. Und ja, habe relativ viel Geld verdient, aber da hat mir dann die Sinnhaftigkeit noch mehr gefehlt. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann haben wir unsere Kinder bekommen und dann bin ich auch innerhalb der Zeit dann nochmal zu einer anderen Bank gewechselt und durfte da dann Incentives und Events organisieren. Und das war nett eine Weile. Aber dann kam irgendwann ein Punkt, wo so ganz, ganz viel zusammenkam, so in den 40er, meinen 40er Jahren. Wo ich dann eben mit 3 Kindern gearbeitet habe und Haushalt und wo dann ja, alles Mögliche gesagt hat, okay, stopp. Das wird dann viel, gell? Ja, also da war dann, und ich glaube, das Haupt war wirklich, ich habe tolle Incentives organisiert für Banker und es war aber irgendwie nie gut genug und es war nie toll genug und nie, das Hotel war nie gut genug und ist das Das heißt, wenn man wirklich, für Unzufriedenheit dann auch ja, zurückkommt, kann es dann ist das, was quasi ich eine machen will, Wertschätzung. Okay. vom Krankenschwestertum. Und habe dann ja sehr viel angefangen, in Frage zu stellen. War das dann auch der Moment, wo du Ringana, das unser Unternehmen, kennengelernt hast? Okay, wie so oft, gell? Ist Ja. einfach, gehen oft so eigene Gedanken voraus, gell? Aber es gibt so einen schönen Spruch, das Leben wird nach vorne gelebt, aber nach hinten verstanden. Also Stimmt, ja. damals, ja, als die wundervolle Irene mir davon erzählt hat, ja, war es für mich eine Firma, die Kosmetikprodukte verkauft, aber dieses Sinnstiftende und dieses große Ganze und was alles möglich ist, habe ich tatsächlich sehr, sehr viel später erst Ja, begriffen. wundern, gell, und im Gehen. Du, und wie hast du konkret jetzt ja, zu Ringana gefunden? Wie hast du Ringana kennengelernt? Also meine Mentorin, die Irene Kutriavi, der ich bis an mein Lebensende dankbar bin dafür, die hat, also die hat in Frankfurt gelebt mit ihrer Tochter, mit ihrem Sohn und unsere 2 Töchter haben sich angefreundet. Und dadurch dann auch wir Mütter. Und leider ist sie dann, leider oder Gott sei Dank, das kann man natürlich auch wieder auf 2 Sichtweisen sehen, ist sie danach Klagenfurt gezogen, zurück in die Heimat. Und hat da von dir, liebe Tanja, Ringana kennengelernt. Und hat mir dann ja, davon erzählt, begeistert. Und ich habe es wahrgenommen. Und ich habe schon gemerkt, okay, da scheint was dahinter zu sein. Aber ja, ich
habe mir dann ein Gesichtspflegeset zum Kennenlernen erstmal bestellt. Das fand ich gut. Aber so richtig, ja, spannend war es noch nicht. Und sie sagte dann nach ein paar Wochen, Monaten, ich bin mal wieder in Frankfurt, da gibt es einen Infoabend, da kann man sich das Ganze mal anschauen. Mittlerweile hatte ich auch noch das ABC empfohlen bekommen von ihr, und das hat tatsächlich was gemacht mit meinem Körper, dass ich wirklich, wirklich neugierig wurde. Und dann waren wir bei einem Frischeabend, hieß das damals noch, in Oberursel, nicht in Frankfurt direkt. Und es war gar nicht so sehr das, was erzählt wurde, sondern die Menschen, die da vor Ort waren. Es war wie so ein Haufen von Weltverbesserern. Auf irgendeine Art oder Welt anders machen wollen da Menschen. Und da habe ich gedacht, so, es fühlte sich so ein bisschen an wie Heimkommen. Ich habe es da noch überhaupt nicht verstanden, aber vom Gefühl her war es irgendwie so, hier bin ich richtig. Und ich habe dann auch gleich den Partnerantrag unterschrieben, habe irgendwelche Sets gekauft, die man anscheinend kaufen sollte. Und saß dann mit Irene in der Bar unten danach, und zwar noch zwei Freundinnen von ihr dabei. Ich glaube, eine ist auch noch Partnerin geworden, oder vielleicht auch sogar zwei, ich weiß es Ich nicht mehr glaube, die genau. Irene hat da wirklich, ja, die hat einige Partnerinnen Ja, gewonnen. und wir waren ja Und auch die Ersten, wir waren nicht die Ersten. Und das Gefühl, das ich da unten in dieser Bar hatte, war so eine Mischung aus Aufbruch, ich weiß nicht so genau, das könnte was werden. Also es war wirklich vom Verstand her überhaupt nicht zu greifen. Es war nur so ein Gefühl. Und das habe ich auch gesagt, jetzt sind wir wirklich ein Team. Und die Irene, da lacht sie heute noch drüber. Ja, cool. Ja, aber so, das war der Anfang. Ja, schön. Ja, aber sobald man seinen ersten Partner gewonnen hat, ist man ein Team. Ja, Voll ist mein schön. Mentor, ist mein Du, Team. und was hat sich jetzt, ja, wie viele Jahre ist das jetzt her, und was hat sich da jetzt alles daraus entwickelt? Jetzt einfach einmal mit so, ja, zahlentechnisch, und dann kommen wir auf die Soft-Themen. Ja, also das war 2012 im April. Und ja, jetzt 8 Jahre später habe ich da die dritthöchste Zielstufe, die es bei uns gibt, erreicht. Habe ein Team von, Moment, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, knapp 400 Menschen begleiten mich, hab ich kennenlernen dürfen. Und ich lebe von und mit Ringana mittlerweile. Ich habe dann 2015 schon, hab ich gegründet bei meinem Arbeitgeber. Und ja, habe viele, viele spannende Sachen gemacht, bin Trainerin, habe die Veranstaltungsleitung in Frankfurt sehr lange gehabt. Ja, das waren, glaube ich, mal so die Hard Facts. Die Hard Facts. Und du hast mir erzählt, dass du ein bisschen Gedanken gemacht hast da, und du bist ja noch ganz, ganz, ganz wichtig auf die Soft Facts auch, ja, sind dir bewusst geworden, und du bist dir ganz stark aufmerksam geworden. Ja, also ich habe mir jetzt tatsächlich mal aufgeschrieben gestern, was alles in diesen 8 Jahren passiert ist, und wie das mit den Zielstufen ging und mit dem Verdienst, was ich erreicht habe, was für Reisen ich gewinnen durfte, was dazwischen alles an familiären Herausforderungen passiert ist. Und da kam so. Aber welches Summit hast du gewonnen, Olle? Also ich war auf Mauritius, auf den Malediven. Ich habe Run 5, also glaube ich, 3 oder 4 Mal gewonnen, konnte aber nie fahren. Dann aber die letzten 9 Run 5s habe ich gewonnen in Wien, da war ich dabei. Mexiko. Wo waren wir? Wir waren ja irgendwo. Kapstadt, war das Kapstadt? Ja, nee, da war ich nicht dabei. Das war Mauritius, genau, wo wir da Ja, waren, gell? ja. Ja, und privat bist du ja auch irgendwo gelaufen. Ja, das war so ein persönlicher Traum, dass ich mal, also ich habe irgendwann auch durch Ringana, durch unsere Sportprodukte, tatsächlich meine Freude an der Bewegung, am Laufen entdeckt, und habe dann auch durch eine andere Ringana-Partnerin eine Inspiration bekommen, wie kann ich Bewegung, Gutes tun, ein fernes Land bereisen, wie kann ich das kombinieren? Und ich bin dann 2018 bin ich 56 Kilometer durch Kenia gewalkt für ein Cool. humanitäres Projekt. Und das war, glaube ich, eines der einschneidendsten Erlebnisse in meinem Leben, weil allein das Gefühl, mit dem ich hingeflogen bin, so ein bisschen
ja, auch ein bisschen hochmütig. Ich gehe da jetzt hin als Helferin und bringe da Geld hin und meine. Und zurückgeflogen bin ich, glaube ich, so klein, weil ich so sehr viel mehr bekommen habe, als ich wahrscheinlich gegeben, aber ganz sicher gegeben habe, weil diese Menschen da unten mich so viel gelehrt haben. Und das war also eine großartige Geschichte. Ja. Genau, du hast ja gesagt, also das alles, was du einfach da kennenlernen durftest, erleben durftest, hat was mit dir jetzt gemacht, dadurch, dass du das jetzt einfach mal bewusst gemacht Du meinst die letzten 8 Jahre? hast. Ja, also ich weiß nicht, ich kann ja nur von mir sprechen. Also ich tendiere dazu zu sagen, es ist nicht genug. Ich bin zu langsam, ich bin zu schlecht, ich kann das nicht. Also das waren so Credos, die ich hatte, manchmal immer noch habe tatsächlich. Und bei mal diese Aufstellung, die ich für mich gemacht habe, wann habe ich was erreicht, wann habe ich was auch monetär verdient, was habe ich geleistet, wurde ich gestern sehr, sehr, sehr still beim Aufschreiben. Und da kamen so unterschiedliche Gefühle in mir hoch, eben auch Scham, aber auch Demut. Und irgendwann am Ende dieser ganzen Gefühlspalette, die da waren, war nur noch unendliche Dankbarkeit und dieses Gefühl, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und es ist mein Weg und der geht in dem Tempo, in dem er geht. Und ich bin gut, wie ich bin. Das heißt, du hast echt einen tiefsitzenden Glaubenssatz echt auflösen Ja, können. Cool. dank dieses Talks und dieses wirklich mal sich das Schön. aufschreiben und bewusst machen, was hab ich gemacht, auch mit 3 Kindern und einer wirklich 3 Jahre, die sehr, sehr, sehr schwer waren in meinem Leben, wo ich auch wirklich vor dem Nichts stand und da war Ringana immer da. Okay. Auch wenn ich es manchmal nicht mehr wollte und Irene angerufen hat, das funktioniert bei mir nicht, ich höre auf. Ich weiß nicht, ihr müsst jetzt fragen, wie oft ich das gesagt habe. Aber ich habe es Ja. Gott sei Dank nicht getan. Wow. Ja, da wird man sehr demütig, gell, wenn man sich dessen einfach mal bewusst macht, gell, wie man sich verändert auch dadurch. Gell. Du hast mir ja gesagt, du bist ja auch, ja, ich meine, das ist ja etwas, was ich ja von mir ja damals auch, oder halt auch immer wieder behaupte. Ich bin ja auch durch Ringana ein besserer Mensch geworden, gell? Oder durch dieses Network-Geschäft, durch dieses Business. Gell? Und das hast du mir jetzt früher auch gesagt. Gell? Das heißt, was sind denn auch für dich jetzt deine Gefühle, deine Geschenke, die du mit dem einfach auch verbindest, dieses bessere Mensch und beziehungsweise, ja, was ziehst du da für dich raus oder warum sagst du sowas? Also an einem kleinen Beispiel hab ich es für mich ganz schön festmachen können. Und das ist mir vor ein paar Wochen, als ich nochmal in unsere alte Plattform gegangen bin, in unsere Homebase-Webseite. Und ich sehe da ganz links neue Kunden. Und das ist so am Anfang, wenn man anfängt, Partner zu sein, dann ist man ja, man möchte Geld verdienen, oder ich wollte Geld verdienen, und dann ist man natürlich happy über jeden Kunden, der dann da steht. Und wenn man sich entscheidet, Team aufzubauen, dann ist dann irgendwann, steht da eine Zahl, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 500 Neupartner, und da freut man sich dann drauf. Aber was ein wirklich spezielles Gefühl hervorruft, ist die dritte Zahl, und die heißt neue Zielstufen im Team. Das heißt, aus meinem Team heraus haben sich Menschen weiterentwickelt und verdienen auch mehr. Und dieses Gefühl, also das erste ist ja komplett für sich. Okay, ich habe Kunden, ich verdiene dadurch Geld. Ich habe zwar vielleicht auch durch die Produkte was Gutes getan, aber es ist schon eher egoistisch. Oder ja. Das Und ist das Aktive halt. ja, und das andere ist dann, die Partner ist auch, war ja, mein Team wächst, auch ich. Und dann aber, wenn man merkt, die Partner kommen in ihre Kraft, das hat so was Stolzes. Das passt wie eine Mutter manchmal. Man sagt so, wow, der hat es geschafft. Und vielleicht auch durch mein Mentoring so ein bisschen. Und das ist so ein Punkt, was sich also ganz, ganz stark geändert hat, dieser Blick vom Ich zum Wir oder vom Ich zum Ihr auch. Und der zweite, ich glaube, der gravierendste Punkt oder das gravierendste Gefühl, was sich bei mir so enorm geändert hat, eins meiner vorwiegenden Gefühle früher war ganz oft Neid, muss ich ehrlich
Verstehen. Ich bin auch mit einem Glaubenssatz groß geworden. Meine Mutter hat ganz oft gesagt, freu dich nicht, es freut sich eh keiner mit dir. Ergo wusste ich auch nicht, wie das geht, sich mit jemandem zu freuen. Okay. Und ich weiß nicht, wer das Neid, Gefühl Neid kennt. Es ist ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und das hat im Network-Marketing-Kontext keinen Platz. Und Also. gerade noch in unserem ethischen Wertschätzungsunternehmen. Also wenn man hier nicht lernt, sich mitzufreuen, Ja, dann weiß man nicht wo. dann lernt man es Ja, nirgendwo. das Und das, stimmt. wenn ich jetzt das Gefühl vergleiche, und ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht frei davon in Gänze, aber zu 99% freue ich mich unglaublich gern mit und das ist so schön und es passiert einfach ja energetisch so viel. Es kommt natürlich ganz anders zurück und ja. Also das ist so ein ganz, ganz schöner Punkt. Und natürlich ist es auch immer, ich meine, ich bin dreifach Mama und was lebe ich vor? Ja, Und wie lebe ich es absolut. vor? Und ja, dann Umweltbewusstsein. Also es sind so viele Dinge, die ich wirklich die letzten 8 Jahre lernen durfte. Und ich habe dir ja auch schon erzählt, also selbst wenn ich jetzt nicht dieses schöne grüne Geld verdienen würde, was ich verdiene, das, was ich die letzten 8 Jahre geschenkt bekommen habe oder mir erarbeitet habe, das ist so viel mehr wert. An Persönlichkeitsentwicklung, gell? Ja, nicht, ja, also nicht eine Persönlichkeit. Ich sage manchmal, die letzten 8 Jahre fühlt sich an, als ob ich zwei Psychologiestudien, drei Coaching-Ausbildungen, vier Führungskräfte-Ausbildungen, ich habe PowerPoint, Excel, Word gelernt, ich habe Rhetorik gelernt, ich traue mich auf der Bühne zu. Also ich habe quasi einen Pult an Ausbildungen und Weiterbildungen neben der inneren Ausbildung natürlich. Und Ja, das kann dir keiner das mehr ist nehmen, Gold, also genau. ja, Das kann mir keiner mehr das nehmen. hast du. Cool. Und darüber hinaus, was würdest du sagen, war jetzt deine größte Erkenntnis für dich jetzt, wo du sagst, war, wenn es jetzt um Erkenntnis geht? Mehr im Innen statt im Außen zu sein. Und wenn man denn mal im Außen ist, dann ja, sich inspirierende Vorbilder suchen. Also das schon, also wirklich nicht nur für sich, schon auch schauen, okay, ach, oh, wie die das macht, wie sie spricht, wie sie agiert, wie sie ihr Team gibt, das finde ich schön, das finde ich spannend. Das schon, aber nicht dieses, was man mal, ich meine, man hat unangenehm vergleichen werden. Ah, wieso hat der das jetzt und wieso ging das jetzt so schnell? Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz starke, weil jeder ist anders, jeder Weg ist anders, jede Geschichte ist anders, wie alle Schicksale sind anders. Manche haben Kinder, manche haben keine Kinder. Also da einfach wirklich schauen, wer bin ich, wie ist mein Weg, was möchte ich auch. Das ist auch so eine, möchte ich Zielstufen rennen oder möchte ich die Zielstufen auch genießen? Also und da einfach nicht wertend, bewertend so sehr im Außen sein. Sondern einfach schauen, wie tickst du Ja, selbst und was ist für ja. dich stimmig und richtig, Ja. Und gell? das ist natürlich anstrengend, manchmal da so genau hinzuschauen und auch ehrlich mit sich zu sein. Aber im Endeffekt ist es ja, geht's dann einfacher. Ja, absolut. Weil manche sind schneller, manche sind ein bisschen gemütlicher, aber wie gesagt, so wie du das sagst, ist es einfach zu sich hinschauen und im Außen nicht den Vergleich zu suchen, sondern wenn, dann Vorbilder. Ja, Genau. wunderschön. Du, und du bist ja da oben im Norden, gell? Außenstelle, quasi du warst ja die erste Perle des Südens, gell? Glaube ich, in meinem Team aus Deutschland, gell? Wie ist das da oben so? Interessant. Habt ihr auch Chips und Schisseko? Fürs Ein. Slowly. Ja, nein, nein, also es wird schon auch geprägt. Es ist sehr spannend. Also zum einen finde ich es sensationell, was du da erschaffen hast. Also diese wunderschöne Marke innerhalb der Marke, die für so viele Sachen steht. Und das ist jetzt das, wo ich so den Kreis schließe zum Anfang, weil dieses Motto Miteinander mehr erschaffen, das ist ja das, was ich immer gesucht habe. Beitrag sein, und zwar miteinander, weil miteinander kann man einfach mehr. Und also die Perlen des Südens, ist wundervoll. Ich habe unterschiedliche Gefühle dazu gehabt. Auch da war manchmal so ein bisschen Wehmut dabei. Okay, ihr habt es da so lässig und ihr seid zusammen und ich bin da oben allein. Aber es ist ja an mir,
es zu schaffen, um es zu schaffen und neue Perlen auch zu gewinnen, was ich ja schon habe. Zwei wunderbare Perlen. Und da einfach auch dieses Gefühl, was du hier geschafft hast, zu kreieren mit den Perlen, das eben da nach oben zu transportieren. Und deshalb sollte ich einfach immer öfter herkommen und dann hier diese Energie aufsaugen und mit nach Frankfurt bringen, weil es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und mit der Perle, ich hatte sie letzte Woche, hatte ich sie wieder in der Hand und ich bin einfach im Überlegen, was mache ich? Ich schwanke zwischen Ring und eben auch einer Anstecker. Fassung, aber es ist ein so schönes Symbol, weil es halt auch die Perle steht ja auch so viel. Und ja, Frankfurt wird hier Team, wenn ihr seht. Wir machen das. Chips und Gisecco hilft. Sieh mal so das First. Ihr vielleicht besucht ihr Perlen, vielleicht macht ihr mal einen Ausflug auch zu uns. Ja, Wir laden euch ein zu uns. Cool, danke. Frankfurt. Ja. Ja, wenn der Reiseverkehr wieder komplett geöffnet wird und alles möglich wird, dann komme ich gerne auf diese Einladung zurück. Schön. Ja. Du, und so jetzt, also mich kennst du jetzt auch schon ein paar Jahre, gell? Ich bin ja liebevoll oft die Oberperle genannt. Oberperle. Wieso jetzt für dich, was würdest du von uns zwar für eine Verbindung ja, benennen oder was ist da für dich etwas, was wenn du an mich denkst, so. Sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Gefühle, spannende Gefühle. Es geht irgendwie eher alles um Gefühle, oder? Merkst du das? Ja, Ich spreche über Gefühle. Hast du Krebs? Meine Jungfrau. Okay. Also die Tanja hat, ich glaube, mindestens zwei oder vielleicht sogar auch drei sehr klare Gespräche mit mir geführt, um die ich sie auch gebeten hatte, wo sie mir Dinge gesagt hat, wo ich tatsächlich erstmal schlucken musste. Ich konnte sie aber gut nehmen, weil ich hinter diesen klaren Worten ganz viel Liebe auch gespürt habe und ich gemerkt habe, okay, du willst mein Bestes und du sagst mir das deshalb, weil du mein Bestes willst. Und das habe ich so oft im Kopf, wenn ich wieder vielleicht an so einem ähnlichen Punkt bin. Also ich schätze dich ungemein, du bist ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Und ich bin dir sehr dankbar für diese Worte, auch wenn sie genau in dem Moment, ja, sehr ehrlich waren, aber sie waren einfach. Leider, weil meine Kinder sind frühzeitig zurückgekommen. Mädels, Mädels, Mädels. Aber sie waren einfach genau. Du hast einfach genau die richtigen Worte gefunden. Und das ist das, was dich auch, finde ich, ganz arg ausmacht. Egal mit was für Themen, auch wenn ich jemandem einfach eine Sprachnachricht schicke und sage, hier, da brauche ich irgendwie gerade mal eine Antwort und so. Und dann nimmst du dir die Zeit, vielleicht nicht sofort, aber du nimmst dir die Zeit und dann kommt eine Antwort, wo ich denke so, voll auf den Punkt wieder. Voll auf den Punkt. Und die Art, wie du führst, das ist. Das nehme ich mir ganz eigentlich zum Vorbild, weil diese Kombination aus führen, aber auch gleichzeitig loslassen und Freude und Spaß vereinen und Freude und Spaß ja, bereitstellen oder dafür sorgen, ich glaube, das ist ganz arg ein Geheimnis deines Erfolgs. Und das sehen wir und Danke dir. eifern wir nach. Danke dir, Susanne. Ich kann mich nur erinnern, wie wir in Mauritius diesen wunderschönen langen Spaziergang gehabt haben mit der Clara damals, gell? Er hat mich sehr verbunden mit dir. Das war schön. Also auch über die Entfernung, das macht nichts, Ja, man kann gar trotzdem. nicht. Gell? Ja, liebe Susanne, wir kommen zum Ende. Dein ja, abschließender Tipp oder deine abschließenden Worte an die Community? Also, ihr Lieben, bleibt bei euch, freundet euch so richtig dolle mit euch an und hört nicht auf, hier beizuarbeiten. Macht weiter und versucht, ganz viel Freude dabei zu haben. Weil wenn ihr Freude ausstrahlt, dann werdet ihr Menschen anziehen, die mitmachen wollen. Und das ist mein Tipp. Aber einfach nicht aufhören, weil es lohnt sich so sehr Ja. in allen Bereichen. Man kriegt so viel zurück und so viel Ja. geschenkt. Der Mehrwert ist riesig. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, das war heute die Susanne Paschke aus Frankfurt.
Du genießt jetzt noch jetzt zwei Tage des Bärenoffice. Ja? Morgen gibt es ein feines Frühstück noch. Dann bist du noch in Kärnten, glaube ich, noch. Du gehst auch auf den Dobratsch, gell? Mit Sonnenaufgang und so. Ja, die ganzen schönen Sachen. Und ja, ich sage danke, dass ihr dabei wart. Das schicken wir jetzt alles davon, weil der Wind weht. Die Mädels sind schon zurück und schnappen sich die Kekse. Du magst Hallo sagen, aber nur ganz kurz. Ja? Genau. Die Sarina kommt kurz ins Bild und sagt Hallo. Ja, wir sehen uns dann wieder gegen Ende des Sommers wahrscheinlich. Und ich wünsche euch einfach alles, alles Gute, eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schönen Sommer.